Herzlich willkommen beim achten Teil unserer zwölfteiligen Serie Die häufigsten Fehler bei Finanzierungs- und Fördermittelanträgen. Heute geht es darum, den Kapitaldienst überhaupt oder richtig und vollständig abgebildet zu haben. Stell dir einfach mal vor, du brauchst 200.000 Fremdkapitalmittel und gehst zur Bank mit deiner Planungsrechnung und hast total vergessen, dass du nicht nur von der Hausbank die Zusage brauchst, nicht nur von der Fördermittelbank die Zusage brauchst, sondern auch hintendran von der Bürgschaftsbank, weil du selbst die Sicherheit nicht hast. Und wenn du angewiesen bist auf diese Bürgschaft der Bürgschaftsbank, dann fallen entsprechende Kosten an. Und zwar nicht nur laufend unterjährig 1,5% von 80% der Bürgschaftssumme, sondern bereits am Anfang. Nur diese Anfangsgebühr, diese Bearbeitungsgebühr, sowohl bei der Bürgschaftsbank, aber auch bei den anderen Banken, musst du in deine Planungsrechnung, in deine Investitionsplanung mit reinnehmen. Und diese Kosten dürfen in der Regel nicht gefördert werden durch die Finanzierungsmittel, die du beantragst. Das bedeutet also, bei der Finanzierung fallen nicht nur Kosten an wie Zinsen, sondern auch am Anfang Bürgschaftsgebührkosten, Bankgebührkosten, die vorher auch entrichtet werden müssen, aber Bestandteil deiner Planungsrechnung sein müssen. Aber es fallen nicht nur Kosten und Zinsen an am Anfang für die Gebühren und laufend für die Zinsen, sondern eines Tages wirst du auch die Mittel zurückbezahlen müssen, also die Tilgung. Die Tilgung kann zwar 6, 12 oder 24 Monate ausgesetzt werden als tilgungsfreier Zeitraum, aber eines Tages musst du die Mittel zurückbezahlen. Und wichtig ist hier, dass du diese Mittel nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst, denn du hast ja am Anfang bereits die Investitionsrechnung abgesetzt oder in die laufende Abschreibung hineinversetzt. Du brauchst also nach dem Liquiditätsplan in deiner Planungsrechnung im Kapitaldienst nicht nur Zinsen und Gebühren als Kosten, sondern auch die Tilgung. Und die wird dann aus dem Free Cash Flow genommen. Das bedeutet also, Fremdkapitalkosten werden hier als Tilgung zurückgeführt nach Abzug aller Kosten, aber auch der Unternehmenssteuer. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, so eine plausible und belastbare Planungsrechnung abzubilden, inklusive des vollständigen Kapitaldienstes und Kosten und Tilgung, dann bist du eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Und denk dran, wenn du über den nächsten neunten Teil informiert werden möchtest, jetzt auch den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen die Glocke zu betätigen, damit du informiert wirst.